So, ich will heute mal über Neid und Eifersucht reden. Und zwar will ich mal mit dem Neid anfangen. Und zwar ist es ja oft so, dass wir mit Bekannten oder Freunden unterwegs sind und diese Freunde oder Bekannten, die können irgendwas oder die machen irgendwas, wo wir, und wenn wir das sehen, denken wir, ach, das würde ich auch gern können oder das würde ich auch gern machen. Und wir entwickeln so eine Art Neid auf diese Leute. Also wenn zum Beispiel euer bester Kumpel gut mit Leuten einen Plausch halten kann, ohne irgendwas zu wollen, einfach so nebenbei so ein bisschen Smalltalk halten und dann einfach wieder weitergehen. Und ihr macht sowas normalerweise nicht und ihr seht euren Kumpel das machen und ihr denkt dann in dem Moment, Mann, irgendwie würde ich das doch auch gern können, oder ihr empfindet dann irgendwie Neid gegenüber dem Kumpel, weil ihr nicht irgendeine Diskrepanz seht. Ihr seht was er kann und was ihr nicht könnt. Was ihr aber vergesst meistens ist, zu schauen, ob ihr das wirklich wollt, also ob es wirklich eurem Charakter und eurem Ich entspricht, so etwas zu tun. Häufig ist es so, dass wir Sachen bei anderen sehen und nur weil sie irgendwie cool aussehen oder weil der andere sie kann, denken wir, wir sind jetzt neidisch drauf oder wir sind da neidisch drauf und wir wollen die dann auch können. Dabei, wenn wir tief in uns reinschauen, erkennen wir, dass diese Sache eigentlich gar nichts ist, was uns einen Drive gibt, was wir wirklich machen wollen. Wir wollen andere Dinge tun. Und wichtig ist zu erkennen, dass es so ist und diesen Neid oder diese Eifersucht, die dann hochkommt, einfach in dem Moment, wo sie aufsteigt, sie zu erkennen und mit ihr zu atmen und sie somit quasi aufzulösen. Das ist ein guter Tipp. Natürlich, wenn einen das dann immer noch aufregt und man immer noch denkt, Mann, das würde ich auch gerne können, dann ist es vielleicht wirklich etwas, was wirklich dem tiefsten wahren Ich entspricht und wo ihr wirklich euch einen Ansporn holen könnt bei anderen Menschen. Aber meistens ist es so, dass wenn ihr häufig etwas seht und euch wird dann unwohl, weil der andere etwas kann oder ihr etwas nicht könnt, dass es so ist, dass ihr nur das können wollt, weil er es kann, aber nicht, weil ihr es wirklich wollt. Also immer schauen, will ich das wirklich auf Will ich das wirklich, worauf ich beim anderen neidisch bin, oder will ich es nicht? Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.